Ich bin die Rally Gümedi, komme ich aus Togo. Ich finde ganz wichtig, wenn man in Deutschland ist, man soll sich nicht isolieren, man soll offen sein. Hallo, grüß Gott. Ha. Servus, Herr Heiß. Wie geht's? Waschen. Ja, waschen. Gut geschlafen? Geht so. Wenn sie ins Zimmer kommt, steigt die Laune, auch wenn ein schmerzhafter Eingriff bevorsteht. Rally Gümedi ist seit etwa 10 Jahren Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum Nürnberg. Die gebürtige Togolesin hat sich damit einen Traum erfüllt. Ihr war es immer wichtig, zu lernen, eine Ausbildung zu machen und einen Beruf zu haben. All das hat sie geschafft. Ich habe echt viel Glück. Das tut immer weh ohne Eltern. Gell? Ich habe mein Schicksal auch, gell, wo ich irgendwo liegt und am Weinen, gell, fehlt mir. Das heißt nicht, bei mir ist alles, aber ich habe echt viel Glück gehabt. Das hat echt, weil wenn ich sehe, wir waren da, das war vielen. Vielen haben keine Ausbildung, die haben keinen Abschluss hier geschafft. Das war auch nicht einfach, gell? Ich habe geschafft, aber ich habe echt auf alles verzichtet. Ich habe echt gelernt, wenn die andere raus war, ich saß immer im Zimmer, habe ich gelernt. Den Beruf der Krankenschwester hat Rally Gümedi ergriffen, weil sie anderen helfen wollte. Sie hat auf ihrem steinigen Weg selbst viel Hilfe erfahren. Mit 17 Jahren kam die Vollwaise allein als Asylsuchende nach Deutschland und landete in einem Jugendheim in Linz am Rhein. Ihr Glück war ein engagierter Vormund und eine besondere Deutschlehrerin. Haben Sie echt toll gemacht? War das so schlimm? Ich habe eine frühpensionierte Lehrerin kennengelernt, die einfach wie Mama war, hat sie mich von der Schule abgeholt, kamen wir daheim, die war allein, sie hat nur eine Tochter und dann, die Tochter war nicht mehr da, hat sie gekocht, haben wir gegessen und dann haben wir stundenlang gelernt. Das heißt, das war nicht wie Nachhilfe, wo du nur ein paar Stunden gehst und dann, das heißt, sie war rund um die Uhr für mich da. Deutsch lernen war für Rally Gümedi die größte Herausforderung hier in der Fremde. Sprachen liegen ihr nicht besonders. Und als fast Erwachsene hat sie sich mit der deutschen Sprache extrem schwer getan. In der Schule war sie deshalb oft sehr still und wurde zunächst unterschätzt. Ja, meine Schulweg, das war nicht einfach, aber ich war schon daheim bis 11. Klasse. Das heißt dann, die Wissen war schon da, nur die Sprache hat gefehlt. Zum Beispiel Mathematik habe ich 1 abgeschlossen hier, weil ich konnte rechnen, aber ich konnte nur die Sprache nicht. Die Bio, die Inhalte habe ich verstanden. Das heißt, ich musste umdrehen auf Deutsch und das war sehr, sehr schwer. Ein bisschen unterstützen tut uns die Büsche heute Nachmittag. Inzwischen wird sie kaum noch unterschätzt, dafür sehr geschätzt, im Kolleginnenkreis beispielsweise. Die Stelle als Krankenpflegerin konnte sie sich quasi aussuchen, nachdem sie erst mittlere Reife und dann die Ausbildung absolviert hatte. Nach Nürnberg ist sie der Liebe wegen gegangen und lebt hier mit ihrem Mann und ihren Kindern. Ich habe ein paar Kindergärten angeschaut und das war schon, ja, schon gemischt. Und ich habe Kinder auch gesehen, die haben nur andere Sprachen untereinander. Dann habe ich gesagt, wenn meine Kinder hier sind, die müssen richtig perfekt Deutsch reden. Sonst haben die auch keine Chancen hier. Und es ist einfach so, kann man nichts machen. Ja, deswegen habe ich auch gesucht und zum Glück habe ich diese Kinderladen, Elterninitiativ. Jeder hat gesagt, Elterninitiativ, gehst du da? Und dann war ich dort, das war schon viel Arbeit, aber das hat sich gelohnt. Ich habe 3 Kinder und alle 3 Kinder sind auf neues Gymnasium. Von Teesuppe Joghurt auf. Der Weg aufs Gymnasium verlief für ihre Kinder nicht reibungslos. Und Rally Gümedi musste sich oft auf die Hinterbeine stellen. Am Ende hat sie immer Glück gehabt. Vielleicht liegt es an ihrer Offenheit. Sie geht auf andere zu, knüpft Netzwerke, zeigt Interesse und Präsenz. Auch wenn ihr Mann aus Togo stammt und sie sich ihrer Heimat verbunden fühlt, sie grenzt sich nicht ab. Man muss mit den Leuten zu tun haben, dann man hat erstmal Vorteil. Die Sprache zu lernen. Und man hatte Vorteile, bisschen auch, nicht nur die Sprache, ich finde auch, bisschen nur alleine die Sprache hilft schon, hilft nicht, aber man muss auch als Spaß auch, gell. Zum Beispiel, ich bin von Koblenz nach hier, die Franken sind wieder anders, gell. Hier ist wieder, man muss wissen, wenn ein Kollege was so sagte,
Man hat nicht böse gemeint oder sowas. Man muss wissen, ja, das ist nicht gerade Rassismus oder so. Man muss richtig auch integrieren. Es geht auch überwiegend über Frauen und Kinder. Weil in Togo, wir haben kein Gesundheitssystem. Und dann haben wir, wie gesagt, einen Verein gegründet. Seit einigen Jahren nutzt Rali Gyumigyi ihre guten Kontakte in Nürnberg, um ihrer Heimatstadt Bassar im Togo zu helfen. Nach einem Besuch im dortigen Krankenhaus war sie so geschockt von den hygienischen Zuständen, dass sie mit Hilfe der damaligen Frauenbeauftragten des Klinikums ein Hilfsprojekt initiierte. Den Verein FIBASAR, Helft Bassar. Viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Kollegenkreis konnte sie für ihren Verein begeistern. Aus diesem Engagement ist eine Klinikpartnerschaft mit dem Klinikum Nürnberg gewachsen. April 2013 war unsere erste Reise nach Togo für eine Woche. Und dann sind wir gekommen und seitdem geht es kontinuierlich ohne Ende. Haben wir dazwischen Brunnen gebaut, Lebenspakete, Krankenhaus, Hygieneschulung. Jetzt ist wieder ein bisschen Stress. Ich bin jetzt im September wieder gekommen, weil daneben, neben Klinikenpartnerschaft, bauen wir eine Riesenschule. Die Schule ist fast auch fertig. Weiterführung Schule, haben wir unsere Grundschule, wo wir Brunnen gebaut haben. Es gab da keine weiterführende Schule und dann diese Riesenschule wird jetzt gebaut, ist fast auch fertig. Das heißt, Vereine bedient eigentlich, ich bin selber Krankenschwester, aber es geht um Bildung und um medizinische. Und dann Bildung ist einfach A und O. Ohne Bildung kommen wir nicht weiter. Ohne diese ganzen Menschen, die was für mich gemacht hatten, wenn die auch überhaupt nicht gemacht, ich glaube, ich hätte auch mein Leben nicht so. Deswegen finde ich auch, ich muss auch weitergeben. Und dann bin ich froh, ganz froh, dass ich das machen darf.